Raku kommt aus der japanischen Teezeremonie, aus dem Chado-Bereich, wo sich natürlich sehr begrenzt ausschließlich mit Teegerätschaften beschäftigt. Und jeder von uns Künstler und Künstlerinnen, der sich in dieser Form mit Raku-Keramik intensiv ausdrückt, wir alle suchen einen eigenen, vielleicht eben auch neuen Weg. So ist es so bei mir. Ich beschäftige mich sehr stark mit Gefäßkeramik einerseits, auch mit Teeschalen natürlich, und aber nachher auch mit Wandinstallationen, Wandarbeiten, Wandbildblatt. Wir können jetzt abkühlen und abblasen. Bis ich höre, dass es gerade klirren und die Glasur reissen. Das ist natürlich ein Einzelstück und das wird auch einzeln verarbeitet werden. Und braucht ein Stück die ganze Konzentration und auch die ganze Leidenschaft dafür, dass es
dann auch da entsprechend so wird, wenn man wenn ich will. Jetzt tun wir oben noch ein bisschen Kohlenstoff. Landstadel. Das Verbrennen von Obuspänen. Dass der Effekt oben so aussieht, dass es schwarz ist. Und das, was jetzt so rostbraun aussieht. Okay. Das wird nachher eisenrot, Terracotta-farbig in allem Melange hin. Ich muss jetzt ein bisschen mit Wasser abkühlen. Okay, jetzt lassen wir das langsam abkühlen und dann kommt der Phönix aus der Asche. Wir wollen hier oben drauf noch einen Salz machen.